Konnichiwa Leute, was geht ab? Ich bin's Keller Akian. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer neuen Wunschtheorie. Gerade hatte ich die eine schon fertig gehabt, aber irgendwie ist Audacity abgekackt und ich konnte die Datei nicht herstellen. Egal, was soll's, fangen wir halt nochmal an. Und zwar geht es um die Theorie, was weiß Amuro über die Beziehung von Wermut und Hanokata? Rede von der Sache, die er im Auto ansprechen wollte. Das müsste die Folge gewesen sein, wo Akai wieder auftaucht. Ja genau, das war Episode 779 bis 783. Um vorwegzugehen, werten wir erstmal die Situation aus. Amuro, ja, das war so die Schlussszene, saß mit Wermut im Auto, da hat Amuro gesagt, ich bin einer der wenigen, die dein Geheimnis kennen. Dann hat er gesagt, du bist doch Anokatas, Punkt, Punkt, Punkt. Wermut darauf direkt aggressiv, zieht ihre Waffe, droht damit Amuro zu töten. Amuro hat dann gesagt, ja, du müsstest dann aber nicht nur mich töten, sondern auch noch viele andere. Du müsstest also in der Organisation nochmal aufräumen und hat zudem noch gesagt, wenn du mich tötest, habe ich dafür gesorgt, dass dieses Geheimnis seine Runde macht, beziehungsweise publik wird. Aus diesem kurzen Gespräch können wir so unendlich viele Informationen nehmen. Das heißt, wir wissen, okay, Anokata hat eine besondere Beziehung zu Wermut. Das wussten wir schon, hat Jin auch mal angesprochen. Was wir wissen, Amuro hat gesprochen, dass es einige Personen wissen, Jin weiß es aber nicht, weil er es ja auch mal gesagt hat. Er weiß nicht, warum Wermut einen Sonderstatus genießt. Das heißt, wir skizzieren uns einfach mal so eine Sache. Ja? Jin weiß es nicht. Oh, wo ist es hier? Jin weiß es schon mal nicht, ja, schreiben wir auf die Seite. Chianti wird es auch nicht wissen, weil sie einfach zu, ich sag mal jetzt in der Rangordnung zu niedrig ist, genauso wie Korn weiß es auch nicht. Das heißt, mögliche Kandidaten, die es noch wissen könnten, wären unter anderem Rum, ja, oder vielleicht noch Rainer, wobei sie ja gerade auch, also Kier, wobei sie ja auch gerade nicht so würdig das vollste Vertrauen genießt oder halt noch andere Sachen der Organisation, die vielleicht noch nicht wissen, also die einzige Kandidat eventuell Rum aus der Organisation. So, meine lieben Leute, jetzt geht's weiter. Er sagt, du bist doch Anokatas und sie wurde darauf aggressiv. Das heißt, es ist ein Geheimnis, was vielleicht für den gewünschten Umbruch in der Organisation sorgen könnte, weil es ja eine Information sein muss, die aus bestimmten Gründen anderen Organisationsmembern unterschlagen wurde, beziehungsweise denen nicht gesagt wird. Warum macht man sowas? Bestes Beispiel, wir sind hier in einer Firma, der eine kriegt 1600 Euro, der eine kriegt vielleicht 1800 Euro, der eine 1700 Euro bei gleicher Arbeit. Wenn die einer jetzt die Runde machen würde und sagt, ich krieg 1600, der andere sagt, ey, ich krieg aber 100 Euro mehr, und dann kommt der nächste, ey, ich krieg doch 100 Euro mehr als du, ja, dann kommen diese drei Mitarbeiter, gehen zum Chef, ja, beziehungsweise die zwei, die weniger verdienen, und beschweren sich, warum kriege ich denn nicht so viel Geld wie der andere? Wisst ihr, was ich meine? Darum werden Geheimnisse gemacht und darum müssen Verschwiegenheitsklauseln unterzeichnet werden, beziehungsweise in diesen Verträgen aufgesetzt werden, dass wir so eine Situation nicht haben. Das heißt, man will einen Tumult, ich sag mal, vermeiden, weil in so einer Art Geheimnis immer Leute ausgeschlossen werden oder Leute praktisch, die dieses Geheimnis wissen, eine zusätzliche Information haben, die vielleicht etwas vertrauter sind. Das heißt also, wir haben schon mal Wermut, Anokata, ja, Verbundenheit, Amuro weiß es. Jetzt könnte man die Frage stellen, warum weiß es Amuro, aber Jin nicht, weil Jin ist doch viel länger in der Organisation, augenscheinlich, ja, weil wir wissen, Amuro war damals schon als kleiner Fratz in der Organisation und seine Bezugsperson, ja, die er sehr, sehr gemocht hat, ich sag mal schon mal fast als Adoptivmutter angesehen hat, war Elena Miano und Elena Miano ist, wie gesagt, die leibliche Mutter von Akemi in Klammern und von Aihaibara. So, und Elena hat ja zusammen mit ihrem Ehemann Atsushi an einer Art Traumdroge Silver Bullet Arbeitstitel gearbeitet, die das eben ganz toll machen sollte. Das heißt, der Auftrag kam von Anokata, ja, an Elena Atsushi und die sollten halt eine Apoptoxin entwickeln. Jetzt haben wir noch die Situation am Pier gehabt. Wermut sagt, ja, sie hasst Ai, beziehungsweise die Eltern von Ai und ihre Errungenschaften, jetzt haben wir es endlich, in der Forschungsabteilung, sprich mit dem Apoptoxin 4869. Jetzt gehen wir nochmal auf die verschiedenen Wirkungen eines Apoptoxins und zwar wurde uns ja in der ersten Folge, im ersten Band ja suggeriert, Jin, hier ist eine Droge, die testen wir mal bei Shinichi aus, die ist nicht nachweisbar während einer Obduktion und was nicht nachweisbar ist, kann man also nicht verfolgen. Im Endeffekt also unterm Strich die perfekte Tötungswaffe. Eine sehr, sehr coole Sache. Dann haben wir noch aus dem Sonderband die Information von Generic, dass dieses Apoptoxin als Gedankenkontrolle eingesetzt werden kann. Ja, und diese Gedankenkontrolle, auch wenn es nur aus dem Sonderband ist, lässt sich meiner Meinung nach ziemlich gut vielleicht assoziieren
mit dieser Art Traumdroge. Traumdroge kann im Endeffekt auch so sein, dass man in eine Art künstliches Koma versetzt wird, dort auch immer bleibt und gezielt das träumen kann, was man will. Deshalb ja auch Traumdroge. Was ist denn ein Traum? Ein Traum ist von uns ein Wunsch, den wir haben, ja, in dem Sinne, dass man davon träumt, das zu machen, weil es so schön ist, ja, und so weiter und so fort. Oder halt in den Traum, im wahrsten Sinne des Wortes, man schläft und man träumt von einer Sache. Wir wissen, Träume sind irgendwelche Zusammenwürfelungen von Ängsten, Wünsche, Hoffnungen und so weiter und so fort. Sachen, die wir irgendwie mal erlebt haben, die dann vom Gehirn zusammengemixt werden und dann irgendeinen Kontext erbilden, egal ob er Sinn ergibt oder nicht. Das ist so der aktuelle Stand. So Leute, und jetzt kommen wir zu einer Sache, da könnt ihr euch von mir aus mal ein Stück Papier nehmen, ja, oder sonst was. So, da klicken wir mal kurz mit dem Blatt um. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich schreibe sogar gerade mit. Das heißt, Amuro hat ein Geheimnis, einige andere wissen das. Rum, Amuro wissen es, ja. Rum ist jetzt rein fiktional, das wissen wir also noch nicht. Die finale Bestätigung bleibt aus. Jin soll es nicht wissen, Chianti soll es nicht wissen, Korn soll es nicht wissen, weil es für Missmut sorgt. Jin fragt sich die ganze Zeit, warum kriegt denn Wermut einen Sonderstatus vom Boss? Amuro sagt, Wermut, du bist doch seine, Punkt, Punkt, Punkt. So, wir wissen, Wermuts Eltern sind damals bei einem Brand ums Leben gekommen. Ja, wir wissen auch, Gosho Aoyama hat gesagt, dass Yusaku Kudo nicht der Boss der Organisation ist und hat auch ausgeschlossen, dass Wermut nicht die Ehefrau ist von Anokata. Das können wir mal wegmachen. Du bist doch Anokatas Schwester, Tante, Mutter, könnte man alles einbauen. Aber Leute, Anokata, die Organisation ermittelt schon, die gibt es schon sehr, sehr lange. Es gibt ja die Möglichkeit, der ist sehr alt. Hat das Apoptoxin genommen, ist also jung, regiert weiter oder hat einfach eine Nachfolge ausgekürt. Wir stützen uns jetzt aber mal aus die Aussagen von Jin und in keiner der Aussagen oder generell wurde jemals in Erwägung gezogen, dass Anokata, ich sage mal, zwei Personen sind beziehungsweise dieser Rang weitergegeben wurde. Das ergibt für meiner Meinung nach auch gar keinen Sinn, weil ich sag mal jetzt, Wermut ist in der Organisation schon tätig, aber egal wie alt sie ist, damals ja Sharon Reinhardt, er muss ja zu diesem Anokata schon eine Art Bindung gehabt haben. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, es würde gar nicht klappen, wenn es einen Umbruch gegeben hätte. Das heißt, wenn Anokata zu alt gewesen wäre und ich sag mal jetzt dem Sohn oder so dem Titel Anokata überschrieben hätte, das meiner Meinung nach können wir komplett vergessen, ist aber auch nur meine Ansicht. Ja, ich möchte jetzt keine Ideen von euch oder sowas zerstören. So, das haben wir jetzt erstmal geklärt. Dann sagt ja Elena, beziehungsweise Wermut, ich verfluche deine Eltern, also zu Aihalbra und ihre Ergebnisse, Forschungsergebnisse. Das heißt, im Endeffekt haben wir jetzt diese folgende Sache. Wir haben Anokata. Wermut ist sauer auf Elena und Atsushi für ihre missglückten Forschungsergebnisse, beziehungsweise weil sie nicht so ausgegangen sind, ja, wie sie sich das erhofft haben, beziehungsweise was das Ziel der Droge war. Wermut war wahrscheinlich im direkten Auftrag von Anokata, sie haben auf jeden Fall ein Verhältnis, was es genau ist, weiß ich nicht, da kommen wir aber auch gleich zu, eine schöne Theorie, ja, war enttäuscht. Wir haben, wie gesagt, drei Sachen, Gedankenkontrolle, dass diese Sache töten soll oder vielleicht eine Art Koma herbeiführen soll. Das sind so mögliche Sachen. Warum sollte denn Anokata eine Droge entwickeln, ja, die tötet, ja, ohne praktisch nachweisbar zu sein? Wenn aber Elena von einer Droge spricht, die ja im Endeffekt eine Traumdroge ist, spricht also eher von was Schönem. Und ich glaube nicht, dass ein schmerzfreier Tod was so wirklich Schönes ist. Es sei denn, man ist im Koma. Nehmen wir einfach mal an, Anokata ist krank. Da macht es vielleicht Sinn, aber warum bringt er sich da nicht mit anderen Sachen um? Ja, ich sag mal, mit Kohlenstoffdioxid kann er sich ersticken. Es gibt so viele Sachen, ertrinken. Man kann ihm einfach das Genick brechen, einfach Insulin zu viel spritzen. Das ist ein schmerzfreier Tod. Da gibt es 10.000 Varianten. Warum die Droge erstellen, können wir mal abhaken. Das ist meiner Meinung nach nicht sehr schlüssig, gerade bei Gosho Aoyama. Gedankenkontrolle. Ja, Wermut nimmt die Droge, ja, lässt sich dann beeinflussen, wie das genau funktionieren soll, habe ich jetzt auch keinen Plan. Vielleicht, ich sag mal, es wurden Sachen da rein entwickelt, dass dann genau, ich sag mal, diese Leute anfällig sind für gewisse Tonlagen oder sonst was, dass man denen was beeinflussen kann oder so, ja, wäre möglich. Aber nee, warum sollte Wermut das probieren? Anokata hat ja Wermut, ich sag mal, dazu gebracht, eine Droge zu nehmen. Beziehungsweise hat es Wermut freiwillig gemacht, ist also enttäuscht, weil Anokata enttäuscht ist. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, ja?
Warum, beziehungsweise was hat Wermut für eine Verbindung zu Anokata? Wir wissen, Elena und Atsushi sind bei einem Brand ums Leben gekommen. Der einzige Zeuge, Pisco, der jetzt auch tot ist. Schon merkwürdig, oder? Dann wissen wir, die Eltern von Wermut sind ums Leben gekommen bei einem Feuer. Komisch, oder? Dass die Eltern von Ai und Akemi ums Leben gekommen sind beim Brand und von Wermut auch. Wermut legt einen Brand bei Jody Center Million. Sterben auch Leute. Jody stirbt aber nicht. Komisch. Sagt ein Satz, Secret makes a woman a woman. Merkwürdig. Überall Brandopfer und so weiter und so fort. So. Wir wissen, Jody überlebt. Wermut überlebt. Vielleicht war Wermut auch im Brand und der gute Anokata, egal ob jetzt Männlein oder Weiblein, hat ihr geholfen zu fliehen und seitdem ist sie ewig verschuldet, sich verpflichtet, also sieht eine Aufgabe, Anokata zu schützen und alles in der Macht Stehende zu tun, praktisch um sich zu revanchieren. Ein Beispiel haben wir ja zu Wermut und zwar Angel und Cool Guy, damals wo Ran in New York Wermut das Leben gerettet hat. Ja? Seitdem hat ja auch Conan geschworen durch die diverse Absprache und Schlagabtausch, dass sie nicht sagt, wer Ai in Wirklichkeit ist. Sie weiß ja, dass Ai Cherry ist, ja, dass sie geschrumpft wurde und dass Conan Shinichi ist. Hat sie ja der Organisation nicht gesteckt. Das heißt, sie hat schon drei Geheimnisse. Sie hat drei Geheimnisse vor der Organisation. Eins vor den anderen, ja, beziehungsweise drei, aber zwei zum Beispiel vor Anokata. So, und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, Leute. Amuro weiß es, Jin weiß es nicht. Wermut verflucht Elena und Atsushi. Welche Person steht denn Elena am nächsten, die noch lebt? Genau genommen Amuro. Amuro Zero ist seit kleines Kind schon in der Organisation tätig, Spitzname Zero. Und er hat sich oft verletzt und Elena hat ihn oft behandelt. Ich sag mal, es war so eine Art Adoptivmutter vielleicht für ihn, hat dann aber auch gesagt, ja, ich werde in nächster Zeit nicht mehr bei dir sein, bitte sei vorsichtiger. Das heißt, sie hat wahrscheinlich schon herausgesehen, dass dann der Unfall kommt, der Brand, dass sie umgebracht wird. Ja, vielleicht von Jin, man weiß es einfach nicht, man weiß es nicht. So, das heißt, Elena, enge Verbindung zu Amuro, Wermut verflucht Amuro. Das heißt, wir binden uns jetzt mal an folgendes Konstrukt. Also, Amuro, ja, Wermut und in der Mitte steht Anokata. Was verbindet denn Anokata mit Wermut? Was wir wissen, Apoptoxin, ja, und natürlich die Entwickler des Apoptoxins, die noch leben. Ai Haibara, den lasse ich jetzt mal außen vor, oder tot sind, insbesondere Elena Atsushi. Wo ist jetzt diese Verbundenheit von Elena, dem Apoptoxin und Amuro? Genau, da haben wir schon mal eine Dreierbrücke. Wir haben auch eine Dreierbrücke von Apoptoxin, ja, zu Anokata, zu Elena. Das heißt, Anokata gibt den Auftrag an Elena weiter, eine Droge zu entwickeln, das Apoptoxin. Wermut nimmt das Apoptoxin, ist dann sauer auf die Eltern, die das Gift entwickelt haben, weil diese Wirkung angeblich nicht erzielt worden wäre. Hier habe ich euch ja gerade drei Möglichkeiten genannt. Zwei sind ja eigentlich schon fest bestätigt, eine war ja rein spekulativ. Amuro weiß das Geheimnis. Weiß Amuro vielleicht das Geheimnis von Elena? Und Elena wusste es an sich auch, weil Elena ja an sich ja einen guten Kontakt gehabt haben muss zu der schwarzen Organisation bzw. zu Anokata. Und die sind tot, Elena und Atsushi. Könnte es also sein, dass Elena vom Ableben Amuro irgendwas gesagt hat, Amuro irgendwas herausgefunden hat, vielleicht beim Brand, weil irgendwas ums Leben gekommen ist und so weiter und so fort. Diese Brücke haben wir, meine lieben Leute. Das heißt, wenn wir herausfinden, was zwischen Elena und Amuro passiert ist, wissen wir automatisch mehr über das Apoptoxin. Und wenn wir mehr über das Apoptoxin wissen, wissen wir mehr über Wermut. Und darüber können wir uns eine Brücke herleiten zu Anokata. Ich hoffe, diese Theorie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai.